Ja, ich hasse Drachen. Ich Also ich auch. glaube nicht, dass die Ziege vergiftet ist. Die sagen, die machen das jedes Mal. Was? Aber dann hat das ja gar keinen Effekt. Ich dachte, Ja, die doch. Drachen werden jetzt. Es hat Die den lassen uns in Effekt, Ruhe. richtig, es hat den Effekt, dass wir uns gerade nicht an einem halben Dutzend hungriger Drachen erwehren müssen. Und wir müssen uns kein Pferd opfern. Aber diese Drachen sind böse. Die müssen wir doch Quatsch. Ja, vernichten. die Matrosin tritt auch an auch hier ran, wischt sich gerade den blutigen Dolch an ihrer eigenen Uniform wieder so ein bisschen ab. Links, rechts einmal umgedreht und dann steckt sie sich das Ganze wieder in den Dolch. Naja, also, sie wollen ja nur spielen und dann haben wir zumindest unsere Ruhe. So eine Ziege ist halt günstiger, als wenn sie uns jetzt die Segel oder sowas kaputt brennen. Aber es sind Drachen. Und Drachen sind böse. Aber Das sind. diese Drachen doch nicht. Das ist doch nur geflügelte Katzen sozusagen. Ja, ich sag Es das nochmal, wenn ihr sind. einmal in dem Maul von so einem Vieh wart. Ja, seht ihr? Der Mann versteht mich. Also geflügelte Katzen finde ich dann doch etwas weit hergeholt. Dafür sind sie ganz schön groß. Ja, dafür Gut, gibt's große Greifkatzen. geflügelte Katzen. Na, das schon Außerdem eher. Große ein geflügelte gut Katzen. gezielter Strahl aus Erz und so ein Drache ist nicht mehr. Und wie oft könnt ihr sowas am Tag? Einmal. Und wie viele Drachen sind dort draußen? Drei. Und wie viele andere müssten wir dann also mit unseren bloßen Händen und viel harter Arbeit umbringen? Ach, Drei, aber. wisst ihr, ich glaube, dass diese kleinen Drachen, die sind wirklich ganz niedlich. Wir haben ganz andere Probleme. Dann im Raschwurzwald, da kommen dann auch ab und zu mal ein paar Kaiserdrachen runter und die sind dann halt ziemlich böse. Wo kommt ihr her? Ihr kommt aus Tobrien, ihr beide, oder? In der Tat. Richtig. Über unser Haus sind manchmal welche von diesen geflogen, aber meistens auch noch kleinere. Da wohnt doch dieser Abeb, oder? Ja, der ist nie über unsere Baronie geflogen. Sagt Naja, seinen aber Namen niemals dreimal. die Brüder von Abeb, die leben im Raschwurzwall und die kommen ab und zu runter. Und die verbrennen dann richtig was und oder fressen Dinge. Das ist dann Agapyr und Atlasa. Denen müssen wir Einhalt gebieten. Ja, wenn ihr wollt. Kannst ja machen. Also, wenn auf der Rückfahrt können wir ja da vorne anhalten, lassen dich da raus, du bringst die Drachen um und dann sammeln wir dich wieder ein. Alltag, solltet ihr das nicht euren Brüdern von dieser Kampfakademie überlassen? Ja, aber jetzt sind wir schon mal hier und Wir die sind nicht Drachen einmal auch ansatzweise in der und. Nähe des Raschdolzwalls. Ah, na gut. Seht mal da hinten. Seht ihr da hinten am Ufer? Hinter dem Ufer erheben sich einige Hügel. Seht ihr die? Ja, ich. Hunderte von Meilen dahinter fängt erst der Raschdolzwald Ja, an. ich weiß, wo der Raschstuhlswald ist. Ich bin ein Zwerg. Ich weiß doch wohl, wo Berge sind. Also, ich bitte euch. Ja, aber die Berge gehören ja nicht den Zwergen, sondern die gehören ja Agapyr. Und Atlashar. Das sehen die Zwerge bestimmt anders. Noch ein Grund, die zu vertreiben. Nun, den Zwergen gehört das unter dem Berg, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ihr das hier geregelt habt. Also scheinbar gehört den Zwergen ja auch irgendwelche Baronien, Grafschaften oder sowas. Da war doch diese Zwergengräfin. Gibt es denn keine Zwerge in Lalanfa? Die scheinen uns nicht zu mögen. Weiß ich Ich nicht. meine, Frage es gibt mich, den wo einen das oder nur anderen herkommt. reisenden Zwerg vielleicht, aber nein, ansonsten nicht. Aber habt ihr schon die Geschichte gehört, Karinor? Zwerge sollen ganz furchtbare Sklaven sein, habe ich gehört. Oh, Lassen sich wirklich? nicht erziehen. Ja, wurde gekauft für mehrere hundert Dukaten. Hat sich gestrickt geweigert. Trotz Speitsche und allem. Musste am Ende an irgendeiner Expedition verschachert werden. Für die Hälfte vom Preis. Nun, das klingt zumindest nach einem Zwerg, ja. Schlimme Geschichte. Aber ich habe gehört, es gibt bei uns keine Zwerge, weil halt überall noch die Echsenmenschen rumrennen. Ja, vielleicht. Was? Aber die sind eigentlich ganz niedlich. Also, manchmal. Die machen zumindest gute Gladiatoren. Ja, das ist Sollte richtig. es dann nicht bei euch vor Zwergen wimmeln, die diese Echsen erschlagen wollen? Sollte man meinen. Es gibt Ja. zumindest jede Menge Berge, aber nun, die sind. Der ist ungefähr so bequem wie der maraskanische Dschungel. Aber wer wohnt denn dann in den Bergen, wenn es nicht Zwerge sind? Waldmenschen und Achas. Also meist irgendwelche Hexenviecher oder ja, zukünftige Sklaven. Ich wittere hier eine Gräumverschwörung. Ich wette, die Gräume Gräume, ihr gibt es habt recht, sicher ich nicht. wette, die Gräume sind dahinter. Ja. Die Aber haben ja, eigentlich ist über. alles voller Mohas mit ihren Giftspinnen. Ja, Die sind und wer echt hat die Spinnen gefährlich. giftig gemacht? Die Richtig, Gräume. die Gräume.
Ja. Nur den Kopf, das, das haben sie mit ihrer seltsamen Magie gemacht. Die haben ihnen das Gift verkauft. Ich sehe schon. Wer hat das gesagt? Ich sehe schon. Klang es wie ein Gräum. Das war der Zwerg, der neben Boltag steht. Oh. Jana, ja, ich habe ganz vergessen, dass du hier bist. Hast du wieder von dem Bohrenwein von mir genascht? In der Zeit hier, du Arsch. Und ich muss gestehen, da drüben stand eine halb volle Flasche rum. Ach, Jalan, ihr müsst doch die ganze Flasche mit einem Schluck trinken, sonst ist doch der Effekt gar nicht da und ihr seid ja noch wach, das ist doch furchtbar. Aber wieso habt ihr uns nichts abgegeben? Richtig. Weil ich doch nicht... Ja, das sind die Mittelreicher. Ich werde mich wohl hinlegen. Ja, tut dies. Weckt mich, wenn wir in Zorn sind. Ja, oder wenn auf uns geschossen wird, eins von beiden. Was auch immer zuerst eintritt. Ich leg mich lieber auch nochmal hin. Sonst... Nicht, dass die Gräume dich nachts erwischen. Ja, die Gräume. Nicht, dass ich die noch erwische. Aber die Drachen, passt auf die Drachen auf. Ich sag euch. Ja, die sind doch da hinten und fressen. Ja, die werde ich sicher nicht aus den Augen lassen, solange die noch in Sicht sind. Die Überreste von der Ziege? Ah. Ja, dann lege ich mich lieber nochmal hin. Ja, mach das. Ah. Karinor, ihr kennt euch doch auch mit Tieren aus, oder? Ja, doch. Also ich und der Bär. Ne? Also ich versuche gerade den Bären beizubringen, wie man vernünftig jemanden umrennt, um ihn dann die Kehle durchzubeißen. Was denkt ihr, ist da das beste Mittel? Bräuchten wir jemanden, der sich auf den Boden legt, wie Abelmir, und dann führe ich das vor, oder was denkt ihr? Nun, ich würde sagen... Also, da wir leider keine gefangenen Piraten haben, die wir benutzen können... Am besten eine mannsgroße Puppe, die man nehmen kann als Ziel. Du musst dir ein sehr gutes Signal ausdenken, das du mit einem Mal geben musst, auf das der Bär dann in Zukunft hören wird. Und dann zeigst du ihm genau, wo er hinbeißen soll und fängst damit erst langsam an. Versuch es auch vor allem mit ein paar Stücken frisches Fleisch immer benutzen, um ihn zu belohnen, wenn er etwas richtig macht, wenn du verstehst, was ich meine. Finde ich gut. Und dann zunächst hältst du ihn, zeigst ihm, wo er hinbeißen soll, belohnst ihn dafür, wenn er es richtig getan hat, und versuchst dann immer mehr und mehr, und irgendwann versuchst du ihn aus der Ferne immer wieder auf diese Puppe zuzuweisen, und dass er sich daran gewöhnt, dem Kommando und der Richtung zu folgen. So werde ich das machen, das klingt doch sehr vernünftig. Ja, nicht wahr? Und das sollte definitiv das Beste sein. Dann gehe ich jetzt noch ein bisschen mit dem Bären üben. Er sagt mir Bescheid, wenn wir in Zorgern sind oder Zorgern sehen oder Zorgern auf uns schießt, was auch immer zuerst eintritt. Ja, so könnt ihr euch den restlichen Tag ausruhen. Ich hoffe nicht, dass wir uns schießen. Es wird sonst nichts weiter passieren. Allerdings könnt ihr kurz vor Zorgern das bereits Beschriebene oder Gehörte auch sehen, erkennen. Denn dort seht ihr viele, viele Trümmer, die hier im Wasser liegen. Also eine Seeschlacht, die hier das ein oder andere Schiff dann zerschossen hat. Wenn kaputte Schiffe hier irgendwo sein sollten, dann sind sie mittlerweile bereits untergegangen. Es gibt auch einige Stoffbahnen, Tuche, irgendwas Verbranntes, was da rumliegt. Leichen könnt ihr so aktuell nicht erkennen. Das macht in der blutigen See ja auch keinen Sinn, denn die werden sich relativ schnell selbst beschäftigen können. Und dann seht ihr auch die Stadt. Direkt vor dieser Stadt hat diese Schlacht im Wasser dann stattgefunden. Und könnt dann direkt vor euch den Palast oder das Palastviertel aufragen sehen, auf einem kleinen Berg gelegen. Könnt ihr in die Bucht hineinfahren und seht dort relativ viele Schiffe anliegen, die jetzt versuchen, entweder die Stadt zu versorgen als Händler oder aber für den Krieg benutzt werden. Es gibt einen eigenen kleinen Kriegshafen, der dann von euch aus auf der rechten Seite liegt, an Steuerbord. Und auf der anderen Flussseite könnt ihr dann verschiedene andere Häfen erkennen, eben mit den zivilen Passagen.
Es gibt einen kleinen Totenhafen, wo dann eher die kleinen Boote liegen, mit denen man dann die Leichen herüberkutschiert und dann den Handels- oder den Freihafen, an dem auch ihr dann anlegen werdet. Es gibt nicht wirklich Versorgungsprobleme, aber ihr könnt auf der anderen Stadtseite, also hinter der Mauer, erkennen, wie da wohl auch Dinge brennen und auch eine große Armee, die dort anliegt. Einige Türme, die dort hochgezogen worden sind, die dann vielleicht gegen die Mauern geschickt werden. Der magische Krieg gegen Oron ist dann natürlich etwas, was dann aktuell auch diese Stadt zeichnet. Ihr könnt auch einige Wirbelstürme erkennen oder irgendwelche Sanddschinne, die dann von Süden aus oder beziehungsweise von Norden nach Süden aus angreifen und dagegen irgendwelche Dämonen dann ins Feld geführt werden. Es ist zum Erreichen der Stadt, ist es dunkel, die Sonne geht bereits wieder unter, sodass die ganze Stadt in ein mystisches und magisches Licht getaucht wird und ihr dann trotzdem auch wieder den Kampfeslärm hören könnt, wenn ihr weiter und weiter an den Hafen herankommt. Könnt ihr aber auch sehen, wie viel Dinge im Wasser liegen. Und wenn ihr dann genauer hinschaut oder auch der Kapitän besorgt einmal in Richtung des Flusses starrt, könnt ihr erkennen, dass es unzählige Leichen sind, die allesamt in Uniform noch sind und verwest gerade den Fluss hinuntertreiben und dann gerade hier von der Boronkirche eingesammelt werden und dann erst einmal am Totenhafen drapiert werden oder auch direkt auf der anderen Seite beim Boron-Tempel gleich beerdigt und bestattet werden. Eine der Kriegslisten, wie euch mitgeteilt wird, denn Helmer Hafax bricht so die Moral. Es ist eine Schlacht, die vor einigen Tagen stattgefunden hat. Im Süden von hier, im Süden von Zorgan, gibt es die Stadt Barbrück, wo ein riesiges Reiterregiment von Arkos Schar stand, was allerdings restlos aufgerieben worden ist, und diese Leichen sind jetzt den Baron Ula hinuntergetrieben, um die Moral der Stadt zu brechen, was auch hervorragend gelungen ist. Herzlich willkommen in Zorgan. Wir sind da. Es scheint keinen Tag zu früh. Das sieht ja richtig scheiße aus. Und ihr wolltet reiten? Ja. Das wäre lustig gewesen, dann hätten wir uns durch die Belagerung schlagen dürfen. Ja, endlich, Sumus. Aber ja. Ja, ihr habt recht. Sumus griff wieder unter mir spüren. Ah, oh, viel besser als auf diesem schwankenden Kahn. Ich weiß nicht, warum ich Hafax immer noch, warum wir alle Hafax wohl immer noch unterschätzt und nicht erwartet haben, dass er bereits die Stadt belagert. Ja, die Stimmung ist hier, wie gesagt, sehr gedrückt. Ihr könnt einige wenige erkennen, die jetzt hier gerade in den Gassen herumlaufen. Der Effa-Tempel steht offen, die Türen sind aufgedrückt, aber ihr könnt aber auch keine Geweihte erkennen, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber wenn ihr dann mal nach links und rechts guckt, könnt ihr sehen, dass die wohl gerade im Wasser schwimmen und da dann versuchen auch gerade entweder mit kleinen Booten ja auch die Leichen einzusammeln. Das ist einfach gerade zusammen mit der Bohrenkirche gerade ihre Aufgabe, die haben auch alle Hände voll zu tun. Niemand kümmert sich jetzt irgendwie euch, niemand, der euch begrüßt, niemand, der euch eine Steuer abpresst oder eure Sachen durchsucht. Ja, herzlich willkommen. Die Stadt wird belagert. Ihr seid im Kriegszustand. Wie sollen wir in diesem Schlamassel denn eine Hesinde-Geweihte finden? Im Hesinde-Tempel? Wenn es einfach wäre, aber mir wären wir nicht hier. Aber bevor wir irgendetwas tun, schlage ich vor, wir kümmern uns um Quartiere. Es könnte sich schließlich als gewisse Herausforderung darstellen. Lass uns doch einfach in den Rondra-Tempel gehen? Ich dachte, hier steht ein riesiger Rondra-Tempel, oder nicht? Dieser Rondra-Tempel wird derzeit voll mit Wehrpflichtigen und Verwundeten sein. Ja, richtig. Und wenn ein wichtiger Angriff kommt, den wir zurückschlagen müssen, sind wir da am besten aufgehoben. Raphim, wir sind nicht hier, um den Angriff ja, zu machen. Aber wir sind nicht einmal hier, um die Stadt zu retten. Ja, aber wenn der kommt, wollt ihr dann einfach da sitzen und nichts machen? Wenn er kommt, möchte ich bis dahin schon längst die Geweihte gefunden haben und auf dem Weg nach Hause sein. Ja, richtig. Oder nach Barbrück oder wohin auch immer. Naja, eigentlich, was machen wir überhaupt? Na, scheißegal, das können wir dann diskutieren. Ja, dann wir sollten wir da aber sofort suchen. Dann scheiß doch auf, wo wir schlafen. Da werden wir schon was finden. Ich glaube nicht, dass diese Stadt noch lange hält. Euer Wort in Flexens Ohr. Nun gut. Wir müssen trotzdem erstmal unsere Pferde und den Streitwagen unterstellen. Ich glaube nicht, dass wir damit durch die Stadt besonders gut durchkommen würden. Ich denke auch, kein Quartier ist erstmal eine gute Wahl. Vielleicht können wir die Tiere tatsächlich im Raya-Tempel unterstellen oder so.
Ja, eine gute Idee. Ich denke, da werden sie am besten aufgehoben sein. Ja, eine goldene Kuppel. Ist das der Breyers-Tempel da hinten? Naja, vermutlich. Ja, die Arvis-Geweihte wird dann selbstverständlich auch mit von Bord heruntertreten und sich dann sehr besorgt umsehen. Ich glaube, das ist erst einmal das Ende meiner Reise. Zumindest komme ich von hier aus nicht weiter. Dann werde ich mich erst einmal den Hilfsarbeiten anschließen. Findet ihr euren Weg oder braucht ihr noch was? Wenn ihr mich suchen solltet oder so, dann werdet ihr mich sicherlich am Raya-Tempel finden. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Dann treffen wir uns da. Ich denke, ihr habt uns zu Genüge erst einmal mit Arvis Segen beschenkt. Und wir sind euch sicherlich sehr dankbar. Sollten wir die Stadt verlassen, werden wir natürlich euch gerne informieren. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt von hier aus weitergeht, aber Arvis hat zumindest mich in diese Richtung geführt über euch und dafür danke ich euch. Und jetzt muss ich erst einmal ein bisschen für Harmonie sorgen. Bis später. Bis später und tschüss. Bleibt in Sicherheit. Viel Vergnügen. So. Ja, dann lasst uns doch einfach zum Raya-Tempel laufen. Da stellen wir auch den Streitwagen unter und dann suchen wir diese komische Sinnegeweihte. Nun, zum ersten wollen wir den Streitwagen wieder zusammenbauen, oder? Ach du Scheiße, wie lange brauchst du dafür? Wenn Igna mir hilft, ich denke 1-2 Stunden. Könntest du danach alleine zum Raya-Tempel kommen? Ich würde eigentlich sagen, dass wir nicht 1-2 Stunden haben. Wenn dieser Hafax tatsächlich so gut ist, wie er sagt, und er will tatsächlich die Stadt einnehmen, sollten wir uns beeilen. Vielleicht könnten wir diesen Wagen nicht zusammengebaut hier irgendwo zwischenlagern im Lagerhaus. Ja, ich denke, das ist keine schlechte Idee. Ich denke nicht, dass wir ihn in der Stadt brauchen werden. Außerdem wird er so keine Beine bekommen. Naja, dass ihn jemand klaut, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Mir doch egal. Karina, warum sattelt ihr nicht erstmal die Pferde? Aber wer würde schon einen demontierten Wagen klauen? Ja, ihr könnt sehen, wie jetzt eine Gruppe von 10 Soldatinnen auf euch zukommt und euch skeptisch mustert. Die Weibelin tritt heran. Hey, ihr da, ihr versperrt den Weg. Macht ihn frei. Ich bin zum Gruße, meine Werteste. Mit wem habe ich das Vergnügen? Abel Mirja Morenes. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ihr seid das erste Mal jetzt hier? Gewiss. Gut, dann räumt euren Wagen da weg oder das, was davon übrig ist. Wenn er sowieso kaputt ist, dann ab auf den Müll damit. Er ist nicht kaputt, er ist nicht zusammengebaut. Sagt, ihr könnt uns nicht zufällig in eine Richtung für ein Lagerhaus dafür weisen. Hallo, was bist du denn für einer? Oh, hallo. Ich bin Kiaras Carino, ein Lehrer der Leidenschaft. Eine Freude, euch kennenzulernen. Ja, die Weibelin kommt ein bisschen näher, grinst dreckig und legt dir dann ihre Hand auf den Penis. Carino, wolltet ihr nicht die Pferde satteln? Ach, das hat doch Zeit, Das hat keine Zeit, ihr habt doch hingehört, wir müssen uns beeilen. Aber mir seht zu, dass ihr uns ein Lagerhaus auftreibt. Rafim, pack mal an, wir schaffen die Karas mal an die Seite. Wartet mal, ich würde Carino erst noch zu Ende diskutieren lassen. Ich sehe da gute Signale in unserer Zukunft. Ist mir egal, was ihr würdet! Schreit hier nicht so herum. Damit schaut die Dame einmal in Richtung von Isarund. Gehören die zu euch? Ja, das ist korrekt. Habt ihr ihnen kein Benehmen beigebracht? Völlig aussichtslos. Also wirklich, Isarund, kein Benehmen. Ihr solltet wirklich euch darum bemühen, dass diese werten Herrschaften sich nicht so lautstark hier verhalten. Immerhin herrscht hier Kriegsrecht und wir können damit machen, was wir wollen. Gehört dieser hübsche Mann zu euch? Ist euch versprochen? Ja, nein. Darf ich mich dann mit ihm vergnügen? Fragt ihn. Es ist doch eine große Ehre. Aber natürlich ist es das. Leider ruft die Pflicht gerade, aber ich bin mir sicher, dass ihr mich heute Abend im Raya-Tempel finden könnt. Damit haut sie dir nochmal kräftig auf den Arsch. Pack nochmal zu. Darauf freue ich mich. Also, ich mag die Stadt.
Ihr solltet euch ganz gehörig darüber informieren, wie ihr hier aufzutreten habt, und ihr solltet eure Männer ein bisschen unter Kontrolle ziehen. Verstanden. Wir werden uns nicht weiter hier aufhalten und den Weg versperren. Ja, Kiaras, wenn du dann von dem Steg heruntertrittst, kannst du wohl noch hören und sehen, wie die anderen Soldatinnen, die da noch sich unterhalten, dir wohl auch so ein paar dreckige Blicke rüberwerfen. Und wenn du dann an denen vorbeigehen willst, merkst du auch, wie jede einzelne dir ihre Hand unsachgemäß erst über das Bein streichen lässt oder über den Penis oder dir dann in den Po zwickt. Schon so ein bisschen unangenehm. Ich mag die Stadt. Erstmal gebe ich ihm einen Tritt, wenn die weg sind. Au! Hey. Nur, wir sind nicht zu eurem persönlichen Vergnügen hier. Reißt euch zusammen. Na gut, na gut, na gut. Ich kümmere mich um die Pferde. Aber mir, Mechanikprobe. Wollt ihr das Ding zusammenbauen, oder? Ich hab's jetzt so verstanden, wollt ihr das unzusammengebaut irgendwo einlagern? Oh. Eigentlich wollte es nur irgendwo lagen, ist doch scheißegal. Dann brauche ich eine Körperkraft. Ist mir auch egal. Dann, Rafim, ihr packt links an, ich rechts und dann... Ja, das sind 2000 Teile. Was habt ihr überhaupt mit dem Ding gemacht? Das gehört dorthin und das dorthin. Ach, weißt du, dieses riesige, miesen... Ja, meine Fresse, dann tragen wir es halt. Jeder nimmt den auf eine Schulter und dann geht das. Aber mir, geht doch mal voran. Bisschen unhandlich, aber die Räder könnt ihr dann irgendwie an die Pferde anhaften, anpeppen, die ihr dann langsam runterführt vom Deck. Und die Plane wieder abspannen, ist ja Gott sei Dank wieder ein grünes Schlangensymbol drauf und kein borbradianisches Sonnenauge mehr drauf. Und wenn ihr dann mit den Händen voll von dem Schiff herunterdreht, von den Planken runter am Effa-Tempel vorbei, könnt ihr hier auch dann den gewaltigen Praios-Tempel erkennen. Ihr könnt euch auch die Menschen betrachten, die jetzt hier herumlaufen, also jetzt abseits von der Garde, die hier euch eben ja definitiv sexuell belästigt hat, könnt ihr dann auch viele verschiedene andere Leute sehen, vor allem Zivilisten, die dann hier auch in Seide stehen, irgendwelche verschleierten Tuche, viele Farben, also sehr, sehr viele Farben, die dann hier gefärbt sind, und verschiedene Armreife aus verschiedenen Metallen, mal könnt ihr sowas wie Eisen erkennen, dann seht ihr Gold oder Silber oder sogar Mondmetalle, gerade von den Geweihten könnt ihr erkennen, dass sie Meteoreisen angebracht haben, entweder als Armreif oder als Ring um den Kopf herum gelegt, also jeder Bürger, der irgendetwas auf sich gibt, besitzt Metalle in verschiedenen Farben an seinem Körper, die wohl auch irgendwas aussagen. Ob das so wie unsere Schlangenringe sind? Allesamt sind sie geschmückt mit entweder Schminke, also auch die Männer haben sich Rouge oder Lidschatten aufgetragen, oder sie besitzen andere Arten von Schmuck. Also jetzt unabhängig von diesen Ringen und Reifen sind sie sehr, sehr farbenprächtig. Ist ja eigentlich ganz schön hier, wie so ein großer Raya-Tempel, ne? Das scheint wohl irgendeine Art Rangsymbol zu sein, dieser Armreifen. Ja, tatsächlich. Zumindest geben die Leute hier weit mehr auf ihr Äußeres. Karino, hört doch mal heute Abend eure neue Bekanntschaft. Also fragt die doch mal aus. Wenn ihr mit der fertig seid, ist die bestimmt ganz redselig. Na, ich bin mir nicht so sicher, ob sie noch redselig ist, wenn ich mit ihr fertig bin. Dann tut es davor. Wie auch immer, Karino, ich habe da vollstes Vertrauen in euch, dass ich da den richtigen Mann an der Stelle habe. Habt ihr mal redselig. Ja. Man gehst doch eh so rum. Ich fand die schon recht grob. Ihr solltet wohl, sobald wir in der Stadt sind, an offiziellen Stellen die Verhandlungen übernehmen. Und den örtlichen Befindlichkeiten näher zu entsprechen. Ach ja, stimmt. Welche örtlichen Befindlichkeiten? Ja, traditionell war das hier ein von Frauen regiertes Fürstentum. Was es nicht so alles gibt. Dann, Jalan, solltet ihr euch besser benehmen. Ihr wirft ein negatives Licht auf Isarun und ihre Fähigkeit, ihre Herren zu erziehen, wie ich höre. Nicht, dass das unsere Verhandlungsposition schwächt. Ich werfe Rafim nur einen Blick zu. Als nicht, ob ich ihn abstechen möchte.
und trage weiter den Wagen. Ja, Jalan, du bleibst erstmal so ein bisschen stehen, guckst nach oben. Der Paios-Tempel besitzt ein großes Minarett. Ein riesiger Turm, keine richtige Kuppel. Also es gibt auch eine Kuppel, aber es gibt zusätzlich einen großen Turm, von dem dann runtergerufen und gebetet werden kann. Unglaublich verstörend. Was würdet ihr im Mittelreich niemals unterkommen? Ihr kommt vorbei am Travia-Tempel, gehen zu eurer Rechten, den großen Löwentempel, wo ihr dann besonders viel der Garda erkennen könnt, die großartig dann auch auf der Straße sitzen, teilweise verletzt sind, irgendwelche Kämpfe geführt haben. Ihr könnt hier auch einige Djinn-Beschwörer erkennen, die hier in ihren magischen, tulamidischen Roben stehen und da dann große Ritualkreise auch auf die Straße gemalt haben und von hier aus dann ihre Djinn in den Krieg rufen. Also es ist ein, trotz der Nacht und trotz der Belagerung, ist man allzeit bereit, das Ganze dann irgendwie zu seinen Gunsten abzuwenden, falls dann irgendwelche Dämonen geschickt werden sollten. Ja. Vor euch erkennt ihr dann Karawansereien, und zwar links und rechts einmal das weiße und das rote Kamel. Das sind wohl Gasthäuser. Und ihr werdet dann auch direkt von Leuten angesprochen, die dann von rechts und links auf euch eindringen, wenn ihr denn ja Touristen seid oder Reisende, was ihr auf alle Fälle seid, weil ihr aktuell noch nicht eingekleidet seid, ob ihr denn hier nicht nächtigen wollt. Vielleicht später. Wir haben erstmal was anderes zu tun. Ich hoffe, das wäre eine gute Raststätte. Meint ihr so nah am Tor? Das sind doch meist so Halsabschneider und so. Naja, das ist nah am Hafen. Wir wollen aber nicht nah am Hafen sein, haben wir mir. Ah, Nawab, bitte, wenn ihr etwas Geld habt, wir haben die beste Gaststätte hier. Traut nicht den vom weißen Kamel, sondern kommt zu mir, zum roten Kamel. Du kannst sehen, vor dir steht ein glatzköpfiger Mann, so ein bisschen dicklicher, und seine Stimme lässt sich auch vermuten, es könnte ein Eunuch sein. Und was macht euren Laden besser als das weiße Kamel? Ah, das rote Kamel ist... Ich könnte euch so viele Dinge erzählen. Das weiße Kamel ist eine Kaschemme. Dem Besitzer geht es nur darum, den letzten Halal aus der Tasche zu ziehen. Taref ist ein raffgieriger Mann. Außerdem wurde Taref 1 in Elburum gefangen genommen und er konnte zusammen mit einem Abt fliehen. Ich vermute aber trotzdem, er ist ein Paktierer. Jeder weiß, dass Taref ein Paktierer ist. Man erzählt sich von Taref, dass er ein heimlicher Spion ist. Außerdem arbeitet er mit der Madabasari zusammen und das ist natürlich besonders raffgierig. Nirgendwo in Zorgan bekommt man sonst so guten Reisschnapp wie bei uns im Roten Kamel. Außerdem sagt man, dass Taref ein Bündnis gegen einige Straßenkinder geschlossen hat. Er gibt ihnen Essen und dafür klauen sie Dinge aus den Taschen der Reisenden, also von euch. Taref ist zwar kein Eunuch, aber er täuscht das vor und das ist besonders beleidigend für mich. Das sind harte Anschuldigungen. Der Eunuch labert dich jetzt richtig an die Wand. Also ja, er hört gar nicht mal auf mit Gerüchten über das rote Kamel und beziehungsweise über das weiße Kamel und wie gut sein rotes Kamel ist. Und du kannst auf der anderen Straßenseite eben auch erkennen, wie da wohl gerade ein auch rasierter Mann steht, aber seine Stimme würde zumindest eher verstellt klingen. Ja, also ich würde irgendwann auch nur noch, ja, ich flüstere den anderen zu. So. Was wetten wir, dass die beiden Brüder sind und beide dasselbe erzählen? Was ist ein Eunuch? Ich würde einfach immer wieder dazwischen streuen, aber ich habe gehört, das weiße Kamel sollte die viel besseren Eier haben. Ist das denn nicht wirklich so? Ich drehe mich zu Voltax, zeig so auf meinen Schritt, schnipp, schnapp, schniedel ab. Ja. Ja, also der glubschäubige Mann, wie gesagt, hat so ein bisschen eine höhere Stimme, sehr gestenreich, kommuniziert er jetzt auch vor allem mit Isarun, weil er weiß, dass Isarun die Anführerin von eurem kleinen Chor ist. Scheiß weiß der.